Siehst du, aber du hast nicht verstanden, dass Männer eigentlich Nähe brauchen, wenn sie angepisst sind, auch wenn sie es nicht zugeben. Ernsthaft? Wenn wir angepisst sind, tatsächlich, weil nicht. Ein Handtuch. Männer tendieren dazu, wenn sie gerade auch, wenn sie unter Depressionen leiden zum Beispiel, sich zu isolieren, was genau falsch ist. Krähen plagen, nicht verzagen, du brauchst nur eine Vogelscheuche. Mit einer Vogelscheuche kannst du die Krähen fernhalten. Schütze deine wertvollen Pflanzen. Eine Sache noch. Brauchst du einen größeren Rucksack für eine Sache? Schau mal im örtlichen Gemischtwarenladen nach. Gibt's jetzt Pastinaken? Nee, Lauch gibt's jetzt. Und jetzt gibt's auch Petersilie. Die Geister sind heute gut drauf. Wir haben etwas extra Glück. Sehr schön. Tiere auf 10 Bauer, einen Hühnerstall habe ich jetzt. Sind das hier die Pastinaken oder so? Willst du das nicht zupfen? Und eine Vogelscheuche soll ich herstellen. Ja. Ich habe schon eine gezupft. Verschwunden! Ich habe meine Lieblingsaxt verloren. Wenn du sie findest, bring sie sofort zurück. Ich habe eine ganz schöne, schwere Zeit ohne sie. Wer auch immer sie findet, bekommt 250 Gold. Finderlohn habe ich letztens nicht bekommen. Ja, weil du die Quest nicht hattest wahrscheinlich. Ja genau, aber ich habe die Axt schon gefunden gehabt. Das ist ja frech. So. Wurde ich einfach mal um 250 Gold betrogen letztens. Gut, dass wir das mal neu gemacht haben. Blaue Chats, was haben wir denn jetzt hier noch? Lauch haben wir, keine in Silber, Pastinaken haben wir genug. Entschuldigung. Alter. Das war viel zu laut für Entschuldigung. Okay, das hier haben wir auch keine mehr. Wilder Meerrettich haben wir genug. Narzissen können wir noch brauchen und Bohnen haben wir noch gar nicht. Okay. Doch, Bohnen haben wir gerade doch Dingens geholt. Ja, aber noch nicht in unserer Truhe. Achso, das stimmt. Wer baut eigentlich einen Schmelzofen? Wo soll ich den dann bauen jetzt als nächstes? Wie du magst. Ah! Und wenn, wo bauen wir den hin? Hinter. Nee, Quatsch. Ach, wir können ja hier noch unsere Häuser dazu tüdeln. Kannst ja von meinem Haus haben. Ich brauch eh kein Licht. Ich brauch eh kein Licht. Wir haben heute Glück, ne? Deswegen wäre Mine gut. Ich gehe in die Mine. Wir haben heute Glück, ja. Dich kann ich abgeben. Die liegt irgendwo rum. Die müssen wir noch suchen. Also wenn es okay ist für euch, dann gehe ich in die Mine. Von mir ja, ist schon. Ja, okay. Ich komme eh gleich wahrscheinlich noch mit. Minen macht mir am meisten Spaß. Mir auch. Ah, ich muss vorher noch zum Geodentyp da. Clint. Und zum Museum. Wir haben 8 Geoden, da kannst du aber was tun, ne? Ja. Ja, und dann kauf doch bitte... Na gut, nee. Ja, ich gehe dann kaufen. Nachdem die Geoden aufgemacht worden sind. Was, ja. Was willst du denn gekauft haben? Das ist egal. Aber so langsam muss man. Nee, noch muss man nicht aufs Datum achten. Bald. Ich kann sagen, das längste sind, glaube ich, die Bohnen und die brauchen 10 Tage, um erst einmal reif zu werden. Nee, der Blumenkohl braucht, glaube ich, 12. Okay. Hallo Linus. Na, wieder was im Müll gefunden? Boah, das ist aber schon fies. Nach dem, was er dir gerade gesagt hat. Wieso? Finde ich fies. Ich wühle auch im Müll. Und ich mach's ja sogar quasi im Real Life, also bitte. Das ist ja erst recht fies. Lederschuhe. Du nimmst den Bedürftigen den guten Müll weg. Ich suche jemanden, der mir Kupfer ab 20 Mal bringt. Erst heute habe ich wieder jemanden, der vor dem Aldi gebettelt hat, ein Brot und 4 Brötchen geschenkt. Hat sich gefreut? Hat sich gefreut? Der hat sich super gefreut, aber ich glaube, der kennt mich auch schon. Dem habe ich auch schon Orangen in die Hand gedrückt und so Sachen, was ich halt gerade zufällig da habe. Okay. Ich hab ja also immer zu viel Essen. Tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass Essen schenken, glaube ich, viel sinnvoller ist an der Stelle. Ja, das habe ich jemandem in der S-Bahn angeboten, der wollte es dann nicht. Ja, das ist halt, das sind dann doch Leute, die eventuell das Geld haben wollen für Alkohol oder so ein Quatsch. Eher Drogen. Oder Drogen, ja. Das finde ich halt, deswegen würde ich das auch nicht machen an der Stelle tatsächlich. Mit Alkohol bin ich da gar nicht so. Ich hatte da mal so eine nette Situation, da habe ich mit einer Freundin für Silvester eingekauft. Und wir hatten ungelogen den ganzen Kofferraum voll mit Alkohol. Und dann kam jemand und fragte mich, ob ich einen Euro für ihn habe. Und dann dachte ich in meinem Kopf so, oh, wieder so jemand, der da nur wieder Geld will für Alkohol. Und dann gucke ich so in meinen Kofferraum und ich so, das ist aber jetzt schon so ein bisschen Doppelmoral, was du da fährst. Und dann habe ich ihm 2 Euro in die Hand gedrückt. Naja, nur auf dein eigenes Gewissen. Ja, von deinem Geld geholt, von deinem eigenen. Du hast dann nach Geld gebettelt, um dir Alkohol zu holen. So, ja. Ich brauche noch...
Die mit den grünen Haaren und den Baseball-Typi. Warum ist der Baseball-Typi nicht da? Aber Eigenverantwortung. Der Typ kann selber entscheiden, ob er das Geld für Alkohol rausgibt oder was er auf seinem Leben macht. Wisst ihr, wo der Typ mit den grünen Haaren ist? Den grünen Haaren? Es gibt einen Mann mit grünen Haaren. Ne, die Frau, Entschuldigung, Frau mit grünen Haaren, die fehlt. Ich wollte sagen, die Frau gibt's. Die ist, glaube ich, die. Ist es die Ehefrau von einem Supermarkt-Typ hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte sein, da muss ich doch nochmal gucken, ob die so, okay, unten sind aufgebrochen alle, du kannst jetzt kaufen. Sehr schön. Achso, Blumenkohl brauchen wir übrigens noch und Fische wollte ich nochmal mitnehmen. Da. Miau. Brasse. Miau. Miau. Sorry, ich soll mal mitmachen. Miau. So. Die hat hier einen grünen Ball rumliegen und der ist schon zwar total zerfetzt, aber die spielt immer noch damit. Okay, ich sehe es ein, ihr seid einfach zu viele und zu stark für mich. Ich gehe jetzt hier runter die Treppe und ihr nervt mich nicht. Ich habe gerade Melonensaat, habe ich 9-mal bekommen. Cool. Blumenkohlsaat 9-mal und eine stehende Geode als Möbel. Woher hast du denn das bekommen? Naja, Belohnung vom Museumspenden da. Melonensamen gibt es, glaube ich, nur vom Museum. Ich habe die noch nirgendwo anders gesehen. Echt? Ich tue sie einfach in den grünen. Die Melonen, die kann man ja erst im Dings nehmen, ne? Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz bringt. Hier, Clint wieder, Kupfererz. Es steht sogar dabei, du kannst die Erze behalten, nachdem Clint sie begutachtet hat. Ja, man müsste halt lesen. Das hätte ich mir vorher angucken sollen, shit. Und wer war jetzt Clint? Der Schmied. Der Schmied, ach so. Was wollen wir jetzt noch anbauen? Habt ihr noch einen Wunsch? Ist doch egal. Nö. Hauptsache, wir haben von allem genug, wenn der Frühling vorbei ist. Lumina, willst du dieses stehende Geode haben? Du hast eigentlich das größte Haus, oder? Nicht drinnen. Drinnen ist es genauso groß wie euers. Ja, aber deins kann man erweitern später. So. Euers auch. Ich habe das jetzt bei dir reingestellt. Ja, natürlich. So. Wird das denn auch von außen optisch größer? Nee. Das eigene wird ja, also das Haupthaus wird ja auch optisch nicht größer, wenn es von... Ach so. Ich bin fast tot. Den Erdkristall tue ich jetzt in die Kiste zum Verkaufen, damit wir mal ein bisschen Geld generieren. Den Erdkristall brauchen wir doch eh nicht. Nee. Nein! Du bist tot. Bewusstlos geschlagen. Ich hab nicht schnell genug Mine verlassen gedrückt. Ich hatte es schon anvisiert. Ja, dann läufst du jetzt nochmal schnell hoch. Ja, dadurch verlieren wir Level und alles. Oh. Mir egal. Kannst du nicht dort bleiben, bis ich nach oben komme? Nein, ich habe einen kompletten Filmriss über die letzten 9 Ebenen der Mine. Und 4 Gegenstände aus meinem Rucksack sind weg. Toll. Super, darunter die Geoden, die ich gefunden habe. Was kannst du eigentlich? Und das Kupfer. Ich gehe jetzt erstmal die 20 Geoden. Lieber Ben, ich bin schon geschlagen genug. Da muss man nicht noch nachtreten. Brot kann schimmeln, was kannst du? Da muss man nicht noch draufhauen. Joghurt hat eine Kultur und du? Bam, bam, immer drauf rumdrehen. Ich merke das schon. Ich dachte, du stehst auf SM. Wir machen jetzt verbales SM. Mit dem Joghurt ja anders. Joghurt hat eine Kultur und was hat Amerika? Nicht auf seelische Grausamkeit, ja. Und was hat Amerika? Sieh mal so, Lumi, in 2 Tagen ist Eierfest. Eierfest! Was? Geöffnet von... Will der Schmied mich verkackeiern, da gehe ich ja länger arbeiten. Hier kommt man rein ja noch in das... Deswegen habe ich dich nicht kennengelernt. Hallo! Ah, der wird jetzt bestimmt in der Kneipe sein, oder der Schmied? Wir haben immer noch 564. Ja, weil ich noch nicht eingekauft habe. Die ist klar, dass jetzt 18 Uhr ist und wir nicht mehr einkaufen können? Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Was kannst du eigentlich? Rumlaufen und das Gemeindezentrum voranbringen. Toll. Also ich muss Clint noch was zeigen. Ja, ich auch. Ich muss Clint noch mein Kupfererz zeigen. Ich finde das interessant. Da ist ein Kupfererz drin. Ich glaube, ich hatte 24 vor. Ich kann, dass das Miauen dich stört. Weil Miauen haben wir nicht gehört. Miau. Ich höre sowohl die Katze als auch Felix. Ich nicht. Benni hört mich schon lange nicht mehr. Hey, ich war zuerst dran. Geh weg. Ich gebe dir das eine dann später. Miau.
Ich brauche 6 davon mehr. Ich brauche 20. Ich dachte, ich brauche 15. Ich brauche 20. Ich brauche. Kann 20. Sein, dass du 15 brauchst. Das ist ja anscheinend unterschiedlich, die Menge. Stimmt, das war letztes Mal auch so, was viel braucht. Reise des Präriekönigs spiele ich gerade. Spiel mal. Schaff mal durch, da hast du was, was nur 2% oder so der Spieler. Du musst die einzeln aufnehmen, gell, das weißt du. Dann wirst du sehen. Ich bin schon gerade auf dem Rückweg, um die wieder abzulegen und einzeln aufzuheben. Das ist halt schön. Die Quest finde ich total dumm. Ach, hier sind sie noch. Ich laufe hier übrigens mit ganzen 2 Energie und 10 Lebenspunkten rum. Du bist aber ein großes Klingt Mädchen. Safe. Du hast die erste Fach, die ich haben wollte, ausgezeichnet. Ich mag es, die örtlichen Ärzte hin und wieder zu überprüfen. Ich hab schon 24. Was braucht die Ärzte? Ich denke, du brauchst 25. Nein, 20. Braucht die Ärzte? Ist vorbei. Ich geh jetzt schlafen. Ich hab Ärzte noch. Alles gut, lasst mich in Ruhe. Ich fass nur heute Nacht nur mich an. Ja, Ärzte gebracht, ordentliche Ärzte. Danke, 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 danke. Schöne Qualität, hier zu bezahlen, wie versprochen. Hey Lumida. Du kriegst gerade Schaden. Ja. Du hast doch gar kein Leben mehr. Danke, dass du vorbeiläufst und bemerkst, dass ich Schaden kriege und einfach in deinem Haus verschwindest. Dann könnt ihr mir ja auch helfen, vielleicht die Fledermaus erschlagen, weil ich gerade angegriffen werde, aber nein. Wieso in meinem Haus, in mein Haus? Ich bin in deinem Haus verschwunden. Ich wollte zu Bens Haus, weil er am Rumweinen ist und ich gerade gelernt habe, dass man depressiven Männern beistehen sollte. Aber ich bin scheinbar im falschen Haus gelandet. Chivalry is dead. Nee, long live the king. Benny ist noch nie da. Und ich bin jetzt erst beste Haus geflohen, wo ich hin konnte. Ja. Und übrigens, das hier dein Haus. Ich wollte gerade sagen, ihr wart beide in meinem. Was wollt ihr eigentlich? Ich bin ins Richtige gelaufen. Und ich komme kuscheln, Schatzi. Ja, geh weg! Voll pupse ich dich an. Ich hab 20 Kupfer noch dabei. Also wenn was Hofarbeitsstufe 2, Mayonnaise. Also kann ich Hofarbeitsstufe 1. Kirschbombe kann ich herstellen. Also wenn was im Bett rückt, ne? Also